Wieder mal eine neue Partei für Deutschland. Die Bezahlkarte kommt. Brandbrief an Olaf Sann. Und Ampel will das Grundgesetz ändern. Dies und weitere Themen für euch mit spannenden Videoschnitten, wie immer, ihr wisst es, nach dem Intro. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da und drückt den Daumen nach oben. Schluss mit dem Gesabbel und Schluss mit der Werbung. Los geht's! So Leute, gucken wir uns den Quark von heute mal an. Die Steuereinnahmen in Deutschland im Jahr 2023 waren niedriger als erwartet. Das Bundesfinanzministerium berichtete, dass die Einnahmen um etwa 3 Milliarden Euro hinter den Prognosen zurückblieben. Was für ein Zufall. Insgesamt wurden 829,8 Milliarden Euro eingenommen, was einen Anstieg von 1,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings weniger als die vorhergesagten 2,2% übrigens. Selten ist ein Bundeshaushalt so intensiv beraten worden wie dieser. Wir haben es uns nicht leicht gemacht im Bundeskabinett und auch nicht im Deutschen Bundestag in den Beratungen des Haushaltsausschusses. Aber es hat sich gelohnt. Wir hatten ja große Aufgaben. Wir mussten ein Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts berücksichtigen. Wir machen uns auf den Weg zur finanzpolitischen Normalität. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, wir haben es auch mit externen Umständen zu tun. Ach Lindner, meiner Meinung nach hast du fertig. Besonders bei der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer kamen jeweils über 1 Milliarde Euro weniger an als prognostiziert. Diese Entwicklung könnte verschiedene Ursachen haben, darunter wirtschaftliche Faktoren und Veränderungen im Steueraufkommen. Die Auswirkungen auf den Haushalt und mögliche Anpassungen in der Steuerpolitik werden in den kommenden Monaten genau beobachtet. Als Sie zuletzt einen Bundeshaushalt aufgestellt haben, haben Sie kaum Zinsen gezahlt. Jetzt sind es im Jahr 36 Milliarden Euro. Und vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition hat einen Gestaltungsehrgeiz. Herr Mittelberg, Sie charakterisieren den Haushalt falsch. Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt. Immer wieder lustig, wie die sich da die Taschen vollhauen in diesem Irrenhaus. Weiter geht's. Die Tragödie auf dem Mittelmeer, eines der tödlichsten Migrationsrouten der Welt, hat sich zu Beginn des Jahres 2024 weiter verschärft. Seit Jahresbeginn sind fast 100 Migranten im zentralen und östlichen Mittelmeer ertrunken oder werden seit ihrer Überfahrt halt vermisst. Dies bedeutet eine Verdopplung der Fälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Klimawandel. Ich hoffe sehr, dass ein solches Modell ernsthaft geprüft wird, denn wir werden über die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiter hohen Migrationsdruck haben. Was ist die Alternative? Dass Jahr für Jahr Hunderte, Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir die Augen davor verschließen? Das kann doch wohl nicht die richtige Antwort sein. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Bundesregierung daran wirklich arbeitet und das ernsthaft prüft. Die Information wurde von der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, mitgeteilt. Trotz der bekannten Gefahren setzen viele ihre Hoffnung auf die oder eine gefährliche Überfahrt, oft in unzureichenden und überfüllten Booten, wie wir natürlich auch aus dem Fernsehen kennen. Die internationale Gemeinschaft steht weiterhin vor der Herausforderung, wirksame Lösungen für diese anhaltenden humanitären Krisen zu finden. Eine Mauer aus Kriegsschiffen. Unerlaubt von See kommt niemand rein ins Land. Australien macht das unmissverständlich klar. Tausende Bootsflüchtlinge suchen jeden Monat auf dem 5. Kontinent das gelobte Land. Aber die überladenen Nussschalen samt Menschen und ihrer Hoffnung werden aufgebracht und wieder zurück auf den Ozean gedrängt, dort meist ihrem Schicksal überlassen. No way, keine Chance. Die Bundesregierung hat beschlossen, Asylbewerber künftig mit einer Bezahlkarte statt mit Bargeld zu versorgen. Ab Juni 2024 wird diese Karte eingeführt. Sie soll monatlich mit einem Betrag zwischen 300 und 400 Euro aufgeladen werden. Ein zusätzliches Taschengeld von etwa 100 Euro wird weiterhin bar ausgezahlt. Thank you.
Habt ihr gesehen, den kleinen Racker? Der hat das erste Mal die Scheidchen in der Hand. Schön. Naja, die Entscheidung wurde getroffen, um irreguläre Immigration einzudämmen und die Verwaltung zu vereinfachen. In mehreren Pilotprojekten in verschiedenen Kommunen wurde die Karte bereits erfolgreich getestet. Die Karte soll den Mittelstand stärken und Klimaneutralität fördern. Na klar, wer es glaubt. Zu den Zielen gehört auch, Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Das wird, denke ich mal, funktionieren. Die Familien überwiegend aus Serbien, Nordmazedonien, haben das zur Kenntnis genommen und haben für sich reflektiert, okay, damit möchte ich nicht länger in Deutschland bleiben. Ich möchte am liebsten Bargeld bekommen, jetzt kriege ich es nicht mehr. Ich breche hier alle Zelte ab und gehe freiwillig nach Hause. Von 135 Geflüchteten, an die die Karte übergeben wurde, kehrten 35 wieder in ihre Herkunftsländer zurück. Naja, da würden ja laut Adam Riese ein Drittel nach Hause gehen. Ist doch schon mal ein schöner Anfang, oder? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Kommen wir weiter. Im Rahmen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine gibt es Berichte über eine ungewöhnliche Taktik russischer Soldaten. Es wird vermutet, dass russische Soldaten über die Kanalisation in die ukrainische Stadt Adjewka vorgedrungen sein könnten. Diese Annahme basiert auf der ungewöhnlichen Bewegung von Truppen in einem Gebiet, das ziemlich stark umkämpft ist. Die genauen Umstände und Details dieser Ereignisse sind jedoch noch nicht vollständig nicht geklärt. Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden. Der Zeitdruck ist größer, als ihn Pistorius benennt. Ich spreche eher von 3 bis 5 Jahren, weil Russland nicht nur die Drohungen weiter eskalieren lässt, insbesondere gegen Lettland, aber auch die anderen baltischen Staaten gegen Moldau, sondern weil Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Wir müssen wehrfähig werden, wir müssen den Willen haben, auch in der Bevölkerung unser Land zu verteidigen. Und wir brauchen eine Industrie, die in der Lage ist, die Forderung der Bundeswehr auch zu erfüllen. Ja, was für ein super Experte, oder? Weiter. Die Klimaschutzgruppe Letzte Degeneration, jeder kennt sie, hat angekündigt, ihre Taktik der Straßenblockaden in Deutschland zu ändern. Ab März werden sie keine Blockaden mehr durchführen. Stattdessen rufen sie zu, ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land auf. Die Kistenschlacht möchte ich natürlich sehen. Diese Versammlungen sollen den zivilen Ungehorsam in eine neue Richtung lenken. Der Klimawandel ist zu 100% menschengemacht, also zu über 100% tatsächlich sogar. Interessant, sind das denn etwa die Menschen, die zur Überbevölkerung zählen in der Statistik? Nur mal so, ich frage für einen Freund oder eventuell sogar meine Oma. Naja, kommen wir weiter. Die Gruppe plant auch, Politiker und Orte der fossilen Zerstörung direkt zu konfrontieren. Ein weiterer Plan ist es, einen Appell an Bundespräsidenten Frank-Walter Steingeier, wie wir ihn kennen, zu richten. Diese Änderung der Proteststrategie zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit des Klimawandels zu lenken. Und Ziel ist es natürlich, eine breitere Öffentlichkeit über die Klimaschutzthematik zu gewinnen. Was auch sonst. Deutschland erlebt aufgrund des Klimawandels immer häufiger Hitzewellen und hat sich bereits deutlich erwärmt. Zu diesem Ergebnis kommt der Klimamonitoring-Bericht, den Bundesumweltministerin Lemke vorgestellt hat. Also unser Spitzenmaus. Entschuldigung, sieht jetzt langsam aus. Die Durchschnittstemperatur habe sich seit 1881 um 1,7 Grad erhöht. Das sei stärker als im Rest der Welt mit 1,2 Grad. Das ist bis KIT. Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Ergebnis der Studie ist zudem, dass Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit gehört. In Frankreich. So, und zieht jetzt in Richtung Westalpen. Tja, wenn die Realität wohl kickt. Kommen wir weiter. In Deutschland ist eine neue politische Partei entstanden, die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz DAVA, da war. Sie sind mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Verbindung gebracht. Die Partei zielt darauf ab, die Interessen der in Deutschland lebenden Türken politisch zu vertreten. DAVA scheint ein
Ausdruck des Wunsches einiger türkischstammiger Deutscher zu sein, ihren politischen Einfluss zu stärken. Mein Name ist Strauß von Weltfernsehen. Nochmal eine Nachfrage zur neuen Erdogan-nahen Partei DAVA. Ihr wird hierzulande unter Muslimen und türkischstämmigen durchaus ein großes Wählerpotenzial zugetraut. Was denken Sie, woher kommt diese Sehnsucht nach einer solch autoritären Partei? Wie gesagt, ich kenne diese Partei nicht. Diese Entwicklung könnte die politische Landschaft in Deutschland ziemlich beeinflussen. Sie wirft Fragen über die Integration und politische Orientierung türkischstammiger Bürger in Deutschland auf. Die Partei könnte auch die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei, leicht beeinflussen. Die genauen Ziele und Ausrichtungen von DAVA sind aber noch zu beobachten. Einzelne Meldungen, Parteien, die hier sich gründen und auch im demokratischen Wettbewerb antreten, müssen auch zu unserer freiheitlichen Grundordnung sich bekennen und auch dazu stehen und diese auch leben. Und natürlich gehe ich davon aus, dass das auch sehr genau beobachtet wird, welche Partei wie was tut. Und ehrlich gesagt ist das keine Frage von, ob jemand, welchen Glauben jemand hat. Dass sowas überhaupt möglich ist, verwundert mich. In einem offenen Brief an, Olafchen haben die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft ihre Besorgnis über die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland geäußert. Sie fordern von der Bundesregierung Reformen für einen wirtschaftlichen Aufbruch. Sitzen Sie manchmal zusammen und reden über so Projekte, die in den letzten Wochen auch öffentlich geworden sind? Ich war fasziniert davon, dass wir 300 Millionen für Radwege und Busse in Peru ausgeben. Das stimmt ja offenkundig. Das finde ich interessant. Und darüber können wir sogar noch reden. Wir geben aber auch zum Beispiel 600.000 Euro aus für die Stärkung von Toleranz in Indonesien. Ich glaube, stimmt das? Die konkrete Zahl kenne ich nicht, aber... Wie unser Bundeshäschen aber auch immer so guckt, so sehr interessiert daran. Die Verbände kritisieren den Frust und die Verunsicherung vieler Betriebe und bemängeln den Verlust der Attraktivität des Standortes Deutschland. Sie schlagen konkrete Maßnahmen vor, darunter schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau, Steuerreform und ein Stopp der steigenden Sozialversicherungsabgaben. Ihr Ziel ist es, das Vertrauen der Unternehmen zurückzugewinnen und Zuversicht für eine, erfolgreiche Transformation in Richtung Klimaneutralität zu schaffen. 600.000. Vorlesen würde ich Ihnen wir geben mal 6 Millionen aus für 6 Stelle. Millionen für Umweltschutz in Albanien. Wir geben 260.000 Euro für kleine Kakaobauern in Afrika aus. Finde ich gut. Wir geben 10 Millionen für Waldbewirtschaftung im Kongo-Becken aus, auch okay. 500.000 Euro für die Förderung, Achtung, positiver Maskulinität in Ruanda. Können Sie sich sowas vorstellen? Ja, und Radwege in Peru. In Deutschland wird aktuell eine Grundgesetzänderung diskutiert, die sich auf die Verfassungsgerichtbarkeit bezieht und im Falle einer möglichen Machtübernahme durch die AfD greifen soll. Diese Überlegungen wurden von SPD und FDP-Abgeordneten vorgeschlagen, wer auch sonst, um das Grundgesetz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht resistenter gegen potenzielle Angriffe zu machen. Autoritäre Kräfte wollen unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat von innen heraus schwächen. Und deswegen geht es jetzt darum, die Institutionen der Demokratie, wie beispielsweise unsere Justiz, die unabhängige Justiz, die unabhängige Presse, zu schützen. Mich besorgen natürlich auch die Wahlumfragen der Rechtsextremen und Rechtspopulisten in Deutschland. Trotzdem sollte man diese Debatte nicht mit Angstschweiß auf der Stirn führen. Aktuell kann das Bundesverfassungsgericht, das unter anderem die Arbeitsweise des Gerichts und die Amtszeiten der Richter regelt, mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag geändert werden. Wusstet ihr das? Zusätzlich wird in der Ampelkoalition auch die Möglichkeit diskutiert, die AfD von der staatlichen Parteifinanzierung auszuschließen. Dies ist jedoch komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung durch die Verfassungsorgane. Ein solcher Schritt würde die Einstufung der AfD als verfassungsfeindliche Partei voraussetzen, was einem umfangreichen Prüfprozess
Prozess durch das Bundesverfassungsgericht erfordern würde. Wir haben natürlich jetzt Situation, dass die AfD große Zustimmungswerte hat. Das führt natürlich vor Augen, dass es durchaus real ist. Ich selber habe schon seit Jahren darauf hingewiesen, seit wir die Situation in Polen haben, dass wir nicht davor gefeit sind, dass eine ähnliche Situation in Deutschland blühen könnte. Seinerzeit hat man gesagt, nee, bei uns gibt es keinen Handlungsbedarf, alles stabil. Aber jetzt wird halt doch deutlich, wir haben an manchen Stellen sowas wie Schönwetterregelungen und wir müssen es natürlich absichern für Zeiten, die unter Umständen schwieriger werden. Ja. Naja, gut, Leute. Wie üblich gibt es das kleine Abschlussvideo wie immer. Also lehnt euch zurück und, naja, genießt die Show. Bis gleich. Einsparungen gibt es im Haushalt 24 praktisch nicht. Haushaltslöcher stopft man weitgehend durch Neuschulden, weil man nicht auf Rücklagen zurückgreift. Neuschulden, die man offiziell mit 39 Milliarden Euro ausweist, was gerade einmal ein Drittel der Wahrheit ist. Unter Berücksichtigung der Schuldenaufnahme in den Sondervermögen und über die sogenannte Rücklage beträgt die Neuverschuldung schon 77 Milliarden Euro. Inklusive der Schulden im Sondervermögen Bundeswehr, das ja zu einem Teil sogar zweckentfremdet wird für den Ukraine-Krieg, beträgt sie 97 Milliarden. Und wenn man noch die Zuweisung aus den EU-Schulden hinzunimmt, was man tun muss, dann, weil Deutschland dafür aufkommen muss, dann sind es sogar 111 Milliarden. 111 Milliarden zuzüglich Zinsen ist also die Summe, die nur aufgrund des Haushalts 24 von künftigen Generationen zurückgeführt werden muss. Tja, Leute, so ist das nun mal. So, ihr Lieben, für heute haben wir es mal wieder geschafft. Verpasst nicht unsere nächsten Videos und wir hoffen, euch hat dieses Video natürlich wie immer gefallen. Lasst uns unbedingt ein kostenloses Abo da, drückt den Daumen nach oben und, ja, kommentiert wieder wie die Wilden. Ich sag, bis morgen in alter Frische, euer Tobi von Zeigschnute TV. Ciao!